Roast Battle Staffel 4. Das AstraZeneca der TV-Shows. Maxi! Maxi, komm, wir müssen loslegen. Was zu... Okay. Roast Moderator activated. Wait. Los geht's. Let's roast. We got the ready for battle! Oh! Oh my god, oh ja, danke. Dankeschön. Herzlich willkommen zu Comedy Central Roast Battle! Wir sind wieder da, wir freuen uns sehr bei der einzigen Show im deutschen Fernsehen, wo man nicht nur einen negativen Corona-Test braucht, sondern auch einen negativen Intelligenztest. Und ich bin sehr erfolgreich durch diesen Test gelaufen, durch beide bestanden. Yes! Wir haben natürlich nicht nur Kandidaten und eine fantastische Jury, sondern wir brauchen auch jemanden, der hier für ein bisschen Ordnung sorgt. Sie ist das Herz des Roast Battles. Ohne sie macht das alles gar keinen Sinn. Einen großen Applaus für die wunderbare Nina Queer! So, endlich wieder Roast Battle. Ich freue mich. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ben Schmid, meinen tollen Gagschreiber, bedanken, der sich auch für diese Anmoderation wirklich wieder die Beine ausgerissen hat. Nur leider konnte ich mir den ganzen Text nicht merken. Und ich dachte mir, ich mach mal was ganz Niveauvolles. Ich zeig einfach mal meine Titten. Sag mal, Max, was hast du denn heute für uns vorbereitet? Im nächsten Battle beleidigen sich zwei Influencer. I like. Sie hat den Deutschen Comedy-Preis als beste Newcomerin bekommen und lebt vegan. Immerhin hat sie Humor, wenn auch keinen Geschmack. Er nennt sich der Freshe Prince of YouTube, macht Poetry und Rap. Mal schauen, ob sich seine Roasts heute reimen. Ringfrei für Maria Clara Groppler und Joker Tululu. Berlin, Bitches, are you ready to battle? Yes! Ja, ich muss sagen, ich hatte echt ein bisschen Angst, heute Joker zu roasten, weil es ist ja schon ein sehr sensibles Thema heutzutage, ne, sich über Fette lustig zu machen. Ja, du bist echt dick, Mann. Und wie ist eigentlich die richtige Bezeichnung für Menschen wie dich? Darf ich dich einfach Hurensohn nennen? Oder lieber Hurensohn of Color? Maria sieht aus wie die Sexpuppe, die man bekommt, wenn man bei der Bestellung sagt, man möchte... Ja, was viele Leute nicht wissen ist, Maria hat halt sehr viele Probleme mit Männern. Sie ist der Typ Frau, die jedes Mal nur Arschlöcher anzieht. Sie datet diese Arschlöcher. Dann kommt sie auch noch mit diesem Arsch zusammen. Das Problem ist bei ihr, sie hat nie gelernt, woran man einen Arsch erkennt. Weil sie, wie man sehen kann, nie einen Arsch hatte. Ja, Joker war sogar mal bei der Bundeswehr, aber er wurde da entlassen, weil der Bund mehr Geld investieren wollte. Ne? Und wir alle wissen, wenn der Staat mehr Geld ausgeben möchte, muss erstmal die schwarze Null weg. Aber ich finde, Joker wäre echt perfekt fürs Militär gewesen. Ne? Er macht jetzt YouTube und er macht jetzt auf YouTube genau dasselbe, was er auch bei Drohneneinsätzen im Nahen Osten gemacht hätte. Kleine Kinder mit toxischen Inhalten bombardieren. Aufgrund ihrer Nebentätigkeit als Nutte. Aufgrund ihrer Nebentätigkeit als Nutte hat sie mich vorhin Backstage unhöflicherweise gefragt, ob das stimmt, was man so über afrikanische Männer sagt. Und heute sage ich's. Okay, ich sag's dir, ich sag's euch im Publikum, euch zu Hause, Jury, euch sag es auch.
Ja, es stimmt, afrikanische Männer haben alle keinen Bock, mit dir ins Bett zu gehen. Joker heißt mit echtem Namen Michael Winter, aber er sagt, das heißt Michael Winter. Ja, ja. Heißt es so. Seine Tour ist auch nicht abgesagt, sondern verschoben. Er hat auch mir gesagt, er nennt sich Tululu, weil damit die Deutschen dann erkennen können, dass er aus Afrika ist. Das verstehe ich nicht. Ich wandere doch auch nicht nach Afrika aus und nenne mich dann Eva Braun. Ja, du siehst ja auch eher aus wie Adam. Ja, die Maria kommt aus Klein-Machno. Na, sie hat noch nicht so viel von der Welt gesehen. Sie war noch nie in Afrika, deswegen weiß sie nicht. Also sie denkt, in Afrika laufen doch alle hier im Busch herum. Ne? Aber in Afrika ist gar nicht so viel anders wie hier in Deutschland. Wir haben dort auch geile Autos, geile Häuser, geile Fernseher. Wobei, eine Sache ist doch anders, wenn man dort eine Werbung sieht von SOS Kinderdorf, sieht man dort Maria als hungriges kleines Kind. Sensationell, fantastisch. Joker, du machst hauptsächlich YouTube und so. Du hast doch mal einen Nightwash-Auftritt als Stand-Upper gehabt. Aber als wirklicher Live-Performer auf der Bühne sieht man dich jetzt noch nicht so häufig. Liege ich genau. da richtig? Richtig, genau. Das war richtig nice. Das war richtig nice, Alter, ja. Dankeschön, danke. Auf jeden Fall. Also ich respektiere das, ja. Warum ich Maria vorne sehe, ich mag halt, wenn es dumm ist. Ich fand, der Joke, der mich überzeugt hat, war wirklich, die Tour ist verschoben. Der hat mich gekillt. Gratulation an den Autor. 2-1 für Maria. Hey, Maria gewinnt das Roast Battle. Dankeschön, meine Lieben. Ihr wart wunderbar. Dankeschön, Dankeschön. Sie werden so groß, die Kleinen. Sag uns doch mal lieber, wer als nächstes dran ist. Der nächste Roast ist eine Hommage an den Film Ziemlich beste Freunde. Er ist Deutschlands jüngster Comedian und nichts kann ihn aufhalten, außer Bordsteine. Sein Gegner ist gleichzeitig sein Agent und bester Freund. Er ist bekannt für sein Sixpack und damit sind nicht nur die Bauchmuskeln gemeint. Ringfrei für Karl Josef und Jan Overhausen. Berlin Bitches, are you ready to battle? Let's go! Ja, vorab, falls ihr euch jetzt fragt, ist es okay, Witze über Menschen mit Behinderung zu machen? Ich kann euch entwarnen, ihr dürft lachen. Jan verkraftet das. Ja, Jans Behinderung ist, dass er krass aussieht wie eine Lesbe mit Bart. Aber versteht mich nicht falsch. Also ich finde, bei einem Witz kommt es nicht so darauf an, was man sagt, sondern eher, wie man es meint. Und bei Jan meine ich zu 100% lesbenfeindlich. Jan sieht nicht nur aus wie eine Lesbe mit Bart, ich finde, er sieht aus wie jemand, der sich sein Arschloch für sich selbst bleicht. Aber ey, ich und Jan, wir haben auch Dinge gemeinsam. Ich scheitere regelmäßig an 5 cm tiefen Bordsteinen, Jan scheitert regelmäßig an 5 cm tiefen G-Punkten. Also vorweg, mir ist klar, dass ich hierfür in die Hölle komme. Also es tut mir schon mal leid an alle. Ist halt für mich krass leicht, jetzt Jokes über Karl zu machen, weil wir sehen es alle, er ist krass hässlich. So, Karl sieht aus, als hätte er bei der Geburt eine Dauerkarte von Schalke 04 bekommen. Karl ist so hässlich, Berliner Frauen wollen ihn als Kleidungsstück tragen. Karl sieht aus wie ein etwas weniger behinderter Karl Lauterbach. So. Sorry, Digga. Karl sieht aus wie ein Transformer, der in der Verwandlung stecken geblieben ist. Karl sieht aus wie Carlton vom Dach gefallen. Sorry. Ja, für Jan ist es in der aktuellen Situation echt schwer, mit Comedy Geld zu verdienen. Und mit aktueller Situation meine ich, dass er ein krass schlechter Comedian ist. Ja, was soll ich sagen?
Jan ist so unbekannt, nicht mal die GEZ schreibt ihm Briefe. Es sagt auch eine Menge über Jans Leben aus, dass ich das Beste bin, was ihm je passiert ist. Ich glaube, er bettelt sich heute auch nur gegen mich, weil er Angst hat, selbst im Rollstuhl zu landen, weil dann niemand mehr sein gebleachtes Arschloch sehen würde. Für alle, die sich Sorgen wegen Corona machen, ich kann Entwarnung geben, weil Karl wurde, wie ihr alle seht, mit AstraZeneca geimpft. Hättest du dich mal lieber gegen Kinderlähmung geimpft, Alter. Ja, Jan ist auch geimpft. Er gehört zur Hochrisikogruppe. Ja, für Hurensöhne. Ja, man sagt ja immer, man muss talentiert sein und gut aussehen, um ins Fernsehen zu kommen. An Jan sieht man, man kann auch einfach ein Kind im Rollstuhl ausbeuten. Viele denken ja immer, ich mache keinen Sport, aber das stimmt nicht, denn ich stelle mir jeden Tag Jans Karriere. Ja, wegen seiner Krankheit hat Karl ungefähr so viele Muskeln wie ein durchschnittlicher Veganer. Das Problem sind seine Gene. Sein Erbcode ist echt krass abgefuckt. Wir haben das genetisch analysiert und herauskam Pietro Lombardis neue Single. Ja. Und er ist so krass behindert. Er ist neuer Chefberater für die deutsche Corona-Strategie geworden. Ich habe zu wenig Muskeln. Jan hat zu wenig Gehirn. Wenn man das beides nimmt und kombiniert, hätte man Maxi Gstettenbauer. Jan ist aber eigentlich ganz nett. Er hat gesagt, wenn ich 18 bin, lädt er mich in den Puff ein. Gut, ist nicht so stressig. Seine Mom wohnt nur ein Zimmer weiter. Aber nein, no joke, ich hätte nie gedacht, dass wir so gute Freunde wären, als er mich damals mit Süßigkeiten in sein Van gelockt hat. Naja, er unterstützt mich echt in jeder Situation und ohne ihn wäre ich jetzt nicht hier, sondern bei einem richtigen Sender mit besserer Gage. Ja, aber ich glaube, ich spreche für alle hier im Raum, wenn ich sage, dass du eine krasse Inspiration bist, dass man von dir wahnsinnig viel lernen kann. Von dir habe ich gelernt, was wahre Stärke ist, was wahrer Mut ist und worauf es wirklich im Leben ankommt. Krass starke Schmerzmittel. Und ja, du warst wirklich die wichtigste Begegnung in meinem Leben. Bevor ich dich kennengelernt habe, war ich so ein alkoholsüchtiger Fuckboy und jetzt bin ich ein alkoholsüchtiger Fuckboy, aber mit einem echt guten Freund. Danke. Sweet. Ganz, ganz toll. Was sagt die Jury dazu? Idel. Ja. Ey, ist echt schwierig. Ich muss erst mal sagen, das ist so ziemlich das geilste Set, was ich bis jetzt bei Rose gehört habe. Wirklich. Großen Applaus. Wirklich. Das ist so eine gute Kombi gewesen. Ich muss allerdings sagen, ich habe an einer Stelle bei Karl am lautesten gelacht und das war wirklich die Ausbeutung mit dem Kind im Rollstuhl und deshalb kriegt Karl bei mir den Punkt. Das war einfach der Geist. Ein Punkt für Karl. Ja. Also es war sensationell, ihr wart beide sensationell, aber ich glaube, am Ende waren wir alle Zeuge davon, wie Karl live ein riesen Arschloch gebleached hat. Jan hatte hier die schwierigere Position, weil du kommst wirklich dafür in die Hölle. Ja. Ja? Und ich dachte mir so, ich war echt gespannt, aber du hast es mega sympathisch gemacht. Ja. Und auch die Jokes waren sehr gut. Und deswegen kriegst du von mir den Punkt. Und weil ich auch ein gebleachtes Arschloch habe. Ja? Deswegen, okay? Und damit 2-1. Karl das Rose Battle. Der nächste Battle steht unter dem Titel David gegen Goliath.
Er ist Deutschlands größter Kabarettist, weil er körperlich groß ist. Ob er auch geistig auf der Höhe ist, wird sich zeigen. Sein Gegner ist Slam-Poet und nennt sich Quichotte. Er wird sich heute fühlen wie beim Kampf gegen Windmühlen. Hier sind Jonas Greiner und Quichotte. Berlin, are you ready for battle? Let's go! Ja, Ladies and Gentlemen, Quichotte, bürgerlich, keine Ahnung. Also er ist mit seinem Soloprogramm auf Tour, das nennt sich Schnauze. Ja, Schnauze ist der Titel. Der Titel wurde ihm von vielen seiner Zuschauer bei zahlreichen Auftritten immer wieder lauthals vorgeschlagen. So zumindest hat er es interpretiert. Ja, das Osterholzer Kreisblatt schrieb über seinen Auftritt dort rein gar nichts. Und das sagt im Prinzip alles, weil die berichten sonst sogar vom Themenabend Zahnersatz. Es ist aber auch ein offenes Geheimnis, dass Quichotte nicht so erfolgreich ist. Ja, er steht am Ende seiner Auftritte immer auf der Bühne und sagt, Mensch, ich stehe gleich noch draußen, habe noch einen Haufen CDs mit dabei. Und in dem Moment ist allen schon klar, dass er danach immer noch einen Haufen CDs dabei haben wird. Ja, das ist einfach wahr. Ich muss an der Stelle, ich muss mit dem Offensichtlichen anfangen. Jonas ist aus Thüringen. Und das heißt, wenn ich ihm jetzt aus Mitgefühl eine reinhauen würde, dann bekäme der Begriff Solidaritätszuschlag mal wirklich einen sinnvollen Gehalt. Ja, optisch bewegt er sich irgendwo zwischen einem Versicherungsvertreter und einem Sendemast, aber mit deutlich weniger Ausstrahlung. Wow! Als ein Versicherungsvertreter. Wie verzweifelt muss man mit Ende 30 sein, wenn man hier einen 23-Jährigen beleidigt auf einem Sender, dessen intellektuellste Sendung Takeshis Castle ist? Ganz im Ernst. Ich meine, es ging gut los. Er ist Lehrer geworden, solider Beruf, hätte was werden können. Dann hat er den Beruf aber einfach auf den Haufen geschmissen, hat gesagt, er muss jetzt Kunst machen und muss durch Deutschland touren. Jetzt steht er hier und sieht aus wie Peter Fox ohne Haus am See. Ja. Aber er sieht das selbst natürlich anders. Er wird heute Abend besoffen eine MMS an seine ehemalige Schulleiterin schicken. Mit einem Selfie von ihm, Blümchen und Ingo Appelt, um ihr zu zeigen, dass es sinnvoll war, dass es ein Erfolg geworden ist. Aber ihre Bewertung für seine Karriere wird ausfallen wie die Bewertung für meine vorletzte Mathe-Klausur. Die Ansätze sind gut, ist trotzdem nur eine 5. Musst jetzt sehen, dass du langsam die Kurve kriegst. Ja, ich habe schon erwähnt, Jonas kommt aus dem Osten, genauer gesagt aus Lauscha. Für alle, die das... Guck mal, Lauscha, geil. Ja, für alle anderen, die das vielleicht nicht geografisch verorten können, Lauscha liegt neben dem kleinen Zigeunerberg und dem großen Zigeunerberg. Das ist tatsächlich wahr. Die NPD hatte 2019 bei der Kommunalwahl über 16% der Stimmen. Oder wie Jonas Greiner sagen würde, Heimat. Er ist dann für eine kurze Stippvisite tatsächlich nach Berlin gezogen, aber er hat es nicht lange ausgehalten, knapp ein Jahr hat er hier gewohnt. Ja, und ist dann wieder zurück in sein geliebtes Lauscha. Der Prenzlauer Berg ist eben nicht der große Zigeunerberg. Ansonsten hat natürlich Lauscha noch mehr zu bieten. Die Region ist bekannt für mundgeblasenen Christbaumschmuck. Und dank Jonas kann derselbe auch jedes Jahr auf dem Dorfplatz ohne Leiter an den höchsten Ast im Christbaum gehängt werden, gleich neben den Türken. Ja, Quichotte sieht sich selbst nicht nur als Stand-up-Comedian, als Autor und als Musiker. Nein, er bezeichnet sich selbst auch als Rapper. Ja, so wie Olaf Scholz sich selbst Kanzlerkandidat nennt. Und so wie Friedrich Merz sich zur Mittelschicht zählt. Ganz im Ernst, wirklich, also du wirkst nicht wie ein Rapper. Du wirkst wie ein veganer Sozialarbeiter, der Problemteenagern zeigt, wie man leckere alkoholfreie Cocktails mixt. Und
Ganz im Ernst, deine Musik, die klingt auch nicht wie Eminem auf Deutsch. Deine Musik klingt wie Annen-Mai Kantereit auf Tilidin. Man kann ja über Jonas Greiner sagen, was man will. Er weiß auf jeden Fall um seine Wirkung bei Frauen. Und deswegen hat er immer ein Verhütungsmittel dabei. Und zwar seinen Dialekt. Ich muss ganz ehrlich sein, ich liebe Jonas, ich mag ihn sehr gerne. Und ich glaube, er ist groß, er ist blond, er ist blauäugig, er hat einen Seitenscheitel. Ich glaube, ihm stehen in diesem Land alle Türen offen. Und deswegen nur noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Also ich habe gerade ein Album fertig gemacht und ich habe noch einen Haufen CDs dabei und würde mich dann gleich an dem Ausgang aufstellen, in der Hoffnung, dass jemand vorbeikommt. Vielen Dank. Wie sieht's mit euch aus, liebe Jury? Ihr wart auf jeden Fall irgendwie gleich stark. Manchmal hatte ich das Gefühl, ihr werdet eine Person, weil ihr so gut voneinander abgenommen habt, die Tonalität. Mein Punkt geht an Quichotte. Ja, ich fand aber tatsächlich, bei Jonas hat man bei Quichotte, ich sage immer doppelt Jonas, weil Quichotte heißt auch Jonas tatsächlich. Wir sind einfach wirklich eine Person. Ja. Man merkt einfach so, dass du sehr viel mit dem geschriebenen Wort arbeitest, total. Und auch deine Jokes waren einfach, ich fand es einfach mega gut. Deswegen auch mein Punkt geht an Quichotte. Quichotte. Und damit nochmal ganz offiziell, Quichotte gewinnt das Roast Battle. Danke, meine Lieben.